Sternstunden deutscher TV-Unterhaltung. Danke für dein Like. Hinweise liegen zurzeit etwa vor, hier und auch in Maastricht natürlich. Und diese Hinweise teilen sich auf in drei Gruppen. Einmal geben sie Informationen über die mögliche Herkunft des Sprengstoffs. Zum Zweiten geben sie Hinweise auf eine Sprengschule der Bundeswehr in Aachen, von der die holländische Polizei bisher nichts wusste. Und zum Dritten gibt es auch interessante Hinweise zu dem möglichen Zündmechanismus der Rohrbombe, an dem die Polizei ebenfalls bis heute herumgerätselt hat. Der hier zuständige Inspekteur Behrensen ist mit dem Aufkommen der Hinweise außerordentlich zufrieden und er hat nicht damit gerechnet, dass es hier in Deutschland ein so großes Interesse an diesem Fall gibt. Einige Zuschauer möchten die Schuhe noch einmal sehen, die der Täter getragen hat, weil sie glauben, dass sie vielleicht noch interessantere Hinweise dazu geben können.